Auf der L3076 kam es zwischen Diemelsee-Adorf und Pattberg am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr zu einem Alleinunfall mit einem LKW. Ein 30-jähriger Mann steuerte den Gliederzug, als er aufgrund von Straßenklette plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Rutschen kam. Trotz aller Bemühungen begann der Anhänger zu kippen und stürzte um. Der Fahrer wurde bei dem Unfall zum Glück nicht verletzt. Rund 6,5 Tonnen Altbatterien hatte der Anhänger geladen. Ein großer Teil davon landete auf der Straße und setzte Batteriesäure frei. Die sofort zur Einsatzstelle gerufene Feuerwehr erkannte unmittelbar, dass es sich um einen Gefahrstoffunfall handelte, sperrte das Gebiet ab und leitete weitere Maßnahmen ein. Ja, die Gefahren sind austretende Säure. Diese sind für Atemwege und für Umwelt entsprechend die Gefahrstoffe. Ja, wir haben zunächst einen Gefahrenbereich eingerichtet und haben jetzt begonnen, unter Vollschutz die ausgelaufenen Stoffe zu binden und werden im Anschluss die Batterien aufnehmen und mit Unterstützung eines Radladers in einen Ersatzcontainer verlasten. Im Anschluss wurde das Gefahrgut zum Empfänger ins benachbarte NRW gebracht. In der Zugmaschine befanden sich rund 10 Tonnen Altbatterien, die bei dem Unfall nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden. Zum Einsatz kamen die Feuerwehren aus Adorf, Diemelsee und Bad Arolsen mit insgesamt 50 Einsatzkräften.